Ja, hallo Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal wieder Johnny Depp, Amber Heard Prozess. Wer wird gewinnen, meiner Meinung nach? Also ich glaube tatsächlich, dass formal Johnny Depp das nicht gewinnen wird. Bin mal gespannt. Ich mutmaße natürlich nur. Warum? Das hängt aus meiner Sicht mit der Natur dieses Prozesses zusammen. Also Verleumdungsprozesse sind super schwer zu gewinnen. Ich glaube, was ich so gehört habe, ist, dass in den USA genauso wie in Deutschland, du musst nicht nur diese, also erstmal muss diese Verleumdung, muss überhaupt das Recht auf freie Rede erstmal, da muss erstmal drüber hinausgehen. Und das ist ja in den USA extrem hoch, auch in England extrem hoch. Das war auch, glaube ich, echt ein Problem von Johnny Depp da. Und dann muss diese Verleumdung auch noch wieder besseres Wissen sein, so, ne? Und das muss auch erstmal belegt werden. Also es reicht nicht die Verleumdung, sondern man muss auch, es muss auch bewiesen werden, dass man es genau wusste, dass es nicht stimmt. Und da ist die Hürde doch ziemlich hoch. So, ne? Und das heißt, wenn die Jury jetzt denkt, ja, könnte denken, das läuft unter freie Meinungsäußerung. Die hat ja diesen Zeitungsartikel geschrieben in der Washington Post, wo sie von häuslichem Missbrauch gesprochen hat, ohne direkt, man wusste, dass es um Johnny Depp ging, sie hat es ja nicht genannt. Wenn die Jury jetzt denkt, das ist nochmal freie Meinungsäußerung, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Oder wenn die Jury denkt, naja, irgendwann wird er schon mal irgendwas gemacht haben oder immer besoffen und voller Drogen ist auch schon, geht auch schon in Richtung missbräuchliche Beziehungen irgendwie. Ja, dann kann er das nicht gewinnen. Ne? Aber schauen wir mal, was passiert. Ich glaube allerdings auch nicht, dass irgendjemand groß Geld von jemandem kriegt. Also Amber Heard ist ja definitiv berühmter geworden, kann man glaube ich sagen. Und dass sie jetzt, dass sie jetzt nach diesem Prozess vielleicht eher schwerer hat. Ich glaube, das muss sie sich wirklich selbst zuschreiben. Ja, wenn sie das alles nicht gemacht hätte, wäre sie da sicherlich mit einem ordentlichen Schwung rausgekommen. Und Johnny Depp, hört man viel drüber, dass er ja einfach auch überhaupt nicht gut mit Geld umgehen konnte. Und ja, das jetzt alles auf Amber Heard zu schieben, ist, glaube ich, auch nicht so gut. Dann lass uns doch nochmal überlegen, was hätte Johnny Depp denn anders machen können? Also eins ist auf jeden Fall mal klar, wenn er sich an meine Programme gehalten hätte, mit Channels und Dealbreakern und genügend Trennungskompetenz gehabt hätte, wäre ihm das auf jeden Fall nicht passiert, ne? Ich meine, weil dass ihm da Dealbreaker passiert sind, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Aber gut. Ja, wusste ich früher auch nicht. Ich habe auch scheiß Beziehungen geführt. Und ja, gut, es passiert halt. Trotzdem finde ich es erstaunlich, selbst wenn man sagt, ja, man hängt da ganz schön drin in diesen Beziehungen, finde ich es erstaunlich, dass mit seinen Ressourcen, mit seinen vielen Leuten, die ihm irgendwie sagen werden, ey, das ist echt nicht in Ordnung, was du da machst, also mit seinen vielen Ratgebern und weiß ich nicht, Möglichkeiten, sich Rat zu suchen von auch echt Profis und ich weiß nicht was, und in den USA gibt es so viele Profis. Ja, also das ist schon erstaunlich, dass er da so lange drin war und die noch geheiratet hat. Ich finde es wirklich erstaunlich, ne? Also wenn er dieses Konzept gehabt hätte, wäre ihm das sicherlich nicht passiert, kann man glaube ich sagen, und sich dran gehalten hätte. Und ja, weiß ich nicht, ob er in so einem Umfeld ist, wo ihm keiner sich traut, irgendwas zu sagen oder so, oder ob er nicht drauf hört oder keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Sicherlich hätte er sein Geld nutzen sollen, da Experten zur Rate zu ziehen für toxische Beziehungen. Die gibt es sicherlich reichlich in den USA. Und dann hat er mal sich nach dem nächsten Fehler gemacht mit Paartherapie. Also du kannst in solchen, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass Paartherapie in solcher Art von Beziehungen keinen Sinn macht. So, ne? Also wenn man Pech hat, wird es noch viel schlimmer, weil der Paartherapeut dann versucht, unter Umständen auch gegaslightet wird, versucht irgendwie zu vermitteln, dann sagt, ja, jetzt, okay, Emma macht das, aber Johnny muss jetzt auch das machen. Habe ich schon in anderen Videos gesagt, warum ich, also ich mache das nicht mehr,
Paartherapie bei toxischen Beziehungen, weil ja, also man muss sich da ja irgendwie positionieren, wenn man sieht, dass es klare Grenzübertritte gibt. Und dann sagt der andere unter Umständen, du bist ja gar nicht mehr neutral, und dann geht das Theater los irgendwie. Oder man positioniert sich nicht, um das zu vermeiden. Dann sagt der andere vielleicht, wieso hast du denn nie klar Stellung gezogen? Warum hast du nicht gesagt, ihr müsst euch trennen? Also meine Meinung ist, dass Paartherapie nicht geeignet ist für toxische Beziehungen. Und es sei denn, dass der Paartherapeut denen sagt, ja, das hat keinen Sinn, arbeitet mal lieber an euch selber und sieht mal lieber zu, dass ihr erstmal auseinanderkommt. Dafür vielleicht schon, aber nicht, was man sich eigentlich vorstellt in der Paartherapie so. Und also das war, glaube ich, keine gute Idee. Hätten sie lieber selber an sich arbeiten sollen. Ob Amber Heard jetzt jemand so richtig Therapie gemacht hat, ist mir nicht so ganz klar geworden. Auf jeden Fall ist sie irgendwie behandelt worden mit Medikamenten und so. Das war ja auch Teil der Diagnosen, die sie von dieser Dr. Curry gekriegt hat, weil die auch halt Medikamente analysiert hat. Aber gut, das wird wieder zu weit führen. Ich finde, das sind so interessante Details, aber naja, gut. Aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt auch alles so gewesen, und dann sagt er, komm, lass uns trennen, und dann hat er ja diese Kontaktverfügung gekriegt. Da hat er meiner Ansicht nach den nächsten Fehler gemacht, dass er da nicht knallhart gegen vorgegangen ist, dass er gesagt hat, hast du noch alle Kontaktverfügungen gegen mich, also du schlägst mich doch. Also es sind jetzt, wie gesagt, alles Mutmaßungen, Meinungen, sage ich nochmal. Kontaktverfügung am Arsch, da gehe ich gegen vor, irgendwie, du sollst eine kriegen, ne? Also das, weil das dann so laufen zu lassen, sieht natürlich von außen so aus, als wenn er ja sagt, damit bin ich d'accord oder so, ne? Das Gleiche mit der Scheidung, da wie gesagt, jetzt nur so aus der Ferne betrachtet, wirkt das für mich schon so ein bisschen so, dass er sich gesagt hat, komm, ich stopfe dir jetzt nochmal Geld richtig rein, und dann ist aber auch gut, und dann hältst du aber auch mal dein hübsches Kläppchen sozusagen und erzählst dich wieder irgendwie so ein Kram überall rum, und was ja, glaube ich, auch Sinn dieser Scheidungsvereinbarung war. Und aber das wirkt natürlich jetzt auch so ein bisschen so, als hätte er ihr Geld geben wollen, auch wenn er das vielleicht ganz gut gemacht hat mit diesem muss es spenden, aber das hat sie ja nicht gespendet. Und hätte er vielleicht auch sagen sollen, nee, ich habe gesoffen wie ein Loch und alles, aber ich habe mir an der Stelle nichts zu Schulden kommen lassen, und ich mache hier so eine Scheidungsvereinbarung am Arsch, mache ich nicht. Wäre auch, glaube ich, besser gewesen. Und dann hat er aber, glaube ich, alles richtig gemacht, dass er da in England gegen vorgegangen ist, dieser Artikel raus war, dass er da erst in England gegen vorgegangen ist, dass er dann in den USA dagegen vorgeht, dass er das in einem Bundesstaat macht, wo gefilmt wird, wo die ganze Öffentlichkeit seine Belege da sehen kann, war, glaube ich, ein sehr schlauer Move. Und ja, drauf geschissen, was da jetzt rauskommt. Es geht sowieso in eine Berufung, und soweit ich habe auch schon gelesen, dass er schon seine nächsten große Filmrolle gekriegt hat. Also Johnny Depp, sehr gut. Ich denke, es ist für ihn sehr gut gelaufen. Ganz egal, was da jetzt rauskommt, habe ich ja schon mal gesagt. Und Amber Heard, ja, also die ist natürlich jetzt sehr, wird natürlich sehr negativ gesehen, aber letzten Endes, also ich kannte den Namen vorher auch nicht, also kennen sie viel mehr Leute, und das wird sich schon, also meine negative Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit, und das wird sich schon irgendwie kapitalisieren lassen, aber ich glaube, für sie ist es trotzdem natürlich nicht so gut gelaufen, ne? Also, was hätte sie anders machen sollen? Ja, vielleicht mal einsehen, dass sie Fehler macht und sich nicht dahinstellen. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den sie gemacht hat, ist, dass sie nochmal in Zeugenstand gegangen ist, ne? Ein zweites Mal. Und dann da gesagt hat, ich habe nichts falsch gemacht, gar nichts, alles abstreitet, und was dann wirklich absurd ist. Es ist einfach völlig absurd und macht sie einfach so fucking unsympathisch. Und das hätte sie nicht machen sollen, wenn sie sich dahingestellt hätte und hätte gesagt, ich habe auch Fehler gemacht, wir haben beide Fehler gemacht. Meinetwegen, ihre Meinung, hat Johnny mehr Fehler gemacht. Aber sich da so ein bisschen einsichtig gezeigt hat. Aber das ist für mich, sage ich ganz ehrlich, noch ein Hinweis, dass sie einfach ein krasser Minuspol ist.
weil das ist genau, wie die sich dann manchmal verhalten. Also ich habe nichts, gar nichts, nie irgendwas falsch gemacht. Ich bin die heilige Jeanne d'Arc und immer die, alles sind die anderen schuld. Ich bin das größte Opfer hoch Opfer. Und das ist genau, wie die sind manchmal, diese krassen Schlusspassen. Insofern passt das da auch wieder auf so eine schräge Art, weil und da hat sie sich, glaube ich, so ein bisschen ihre eigene Grube gegraben, weil wenn sie da defensiver rübergekommen wäre, hätte gesagt, Mann, ja, ich habe auch nicht alles richtig gemacht und hätte trotzdem auch das Gleiche sagen können, was sie gesagt hätte, aber so ein bisschen defensiver, selbstkritischer, wäre, glaube ich, die Öffentlichkeit ganz anders mit ihr umgegangen. So, ne? Weil wir machen alle Fehler, aber sich dahin zu stellen, ich mache gar keine Fehler, ist einfach für jeden Menschen. Und da mit dieser ganzen Evidenz und Beweisen gegen sie ist einfach, ich weiß auch nicht, dass, ob ihr Anwaltsteam sie da so gut beraten hat oder ob sie selber so verstockt ist. Das können wir auch gut vorstellen, dass damit ihr auch einfach kein Reden war. War vielleicht nicht die beste Idee. Was denkt ihr dazu? Geht gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder.